Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich möchte euch das sensibelste Stück an Bord der Aida Nova zeigen, die Brücke von Kapitän Boris Becker. Ja, wie ihr sehen könnt, im Vergleich zu Aida Prima und Aida Perla ist sie nochmal tiefer geworden. Sie ist einfach riesengroß und natürlich mit den neuesten Technikgeräten ausgestattet, die man braucht, um ein solches Schiff zu fahren und zu überwachen. Hier seht ihr den Außensteuerstand, die sogenannte NOC. Hier steht der Lotse und der Kapitän bzw. der Schiffsführer beim An- und Ablegen. Hier werden hauptsächlich die Bug- und Heckstrahler benutzt. Hier seht ihr die Außensteuerung. Auf der anderen Seite, da seht ihr auch hinten einen Monitor. Dieser Monitor ist dafür da, die Bilder der Außenkameras aufzufangen. Das Schiff ist rundum mit Kameras ausgestattet, sodass es keinen toten Winkel gibt und die nautische Crew immer den vollen Überblick hat. Hier am Boden ist ein Glas, da könnt ihr geradeaus nach unten schauen. Das ist auch ganz spannend. Ja, ansonsten habt ihr sicherlich schon viele Brücken gesehen und wisst, wie das alles aussieht. Aber die Dimension hier ist schon sehr gewaltig, sehr, sehr groß. Hier sehen wir jetzt nochmal den mittleren Steuerstand, der auf See genutzt wird. Im Übrigen sind die vorderen Sitze für die Offiziere und der Kapitän sitzt auf einem der hinteren Sitze. Das seht ihr jetzt gleich. Hier vorne habt ihr die Offiziere und hinten ist Boris Becker, der Kapitän der Aida Nova, zu sehen. Ja, das war auch schon unsere Runde über die Brücke der Aida Nova. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.